So, da bin ich wieder. Ja, es ist Tag 16. Ich hatte den Tag 15 versucht, da hinten dahin zu kommen zum Säubern, aber ich bin auch nur wieder bis hierhin gekommen. Da war nämlich der nächste Puma und da habe ich ihn auch geplättet. Die sind extrem stark. Ich denke mal, ich werde wohl da auch erstmal nicht mehr hinkommen. Also keine Aufgabe machen da. Und ja, mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Aber ich werde jetzt zur Höhle laufen. Warum habe ich eigentlich die Karte aufgerufen? Ich bin ja hier. Die Höhle ist ja hier. Ja, ich habe am letzten Mal zufällig gefunden. Ja, und da werde ich jetzt mal hin und mal gucken, was da ist. Das ist ja jetzt keine Aufgabe, einfach just for fun. Ich hoffe, da sind jetzt nicht nur Pumas. Dass ich da wenigstens einigermaßen überleben kann. Da ist schon ein bisschen nervend, wenn man da quer über die Map läuft und jedes Mal niedergestreckt wird. Von so einem komischen Puma, den man einfach nicht klein kriegt, weil er sehr stabil ist und weil er verdammt gut austeilt. Ja, und muss ich jetzt mal gucken. Ja, ich bin ungefähr auf dem richtigen Weg. Das Nest, aber ich glaube, das hatte ich schon, ne? Ja. Es ist wirklich schwer, also die Stufe hier, die ich spiele, die ist nicht ohne. Weil eigentlich dachte ich, ich wäre viel weiter, aber naja. Was? Hat er schon wieder Durst? Ja, es ist alles. Die Ausdauer ist nicht viel, der hat ständig Hunger, ständig Durst. Das ist alles noch der Skill, den ich irgendwie nicht auf die Reihe kriege. Aber ich habe jetzt mal Fahrrad geskillt, damit ich dann halt weite Strecken dann noch mal mit dem Rad fahren kann. Was ja auch einen Vorteil hat. Ah ja, gibt es anscheinend auch nicht mehr in den Nestern. Nee, nur Federn. Ja, war es doch irgendwo, also ja, fast. Ah ja, ich habe ja unten noch gegraben bei mir und habe tatsächlich noch Eisen gefunden, hatte ich ja beim letzten Mal gesagt. Habe auch noch andere Sachen gefunden, die ich abbauen kann, Kohle und so. Und die Erfahrungspunkte dafür, die sind auch sehr wenig. Ich habe mir gerade jetzt einen Punkt ergattert. Und das ist auch wenig. Ich würde sagen, ich müsste eigentlich schon da sein. Ach, da gibt es nochmal ein Ei wieder. Das ist. Hier ist es. Die Höhle. Bin mal gespannt, was es ist. Das sieht mir irgendwie nach einem Bunker aus. Mein neues Zuhause. Kunststoffabfahrt für Fahrrad vielleicht. Mal gucken. Das ist aber schon verdächtig, wenn da so ein Käfig ist. Keiner ist da.
Käfig mit zwei Kisten. Ist ja ganz unverdächtig. Hat überhaupt nichts zu sagen. Pilz haben wir mitgenommen, gut. Oh, ich glaube, da geht's runter. Naja, aber nicht tief. Das ist also eine Mine. Da ist eine Klappe oben. Vielleicht mal schauen, wie man da hinkommt. Ich frage mich, wie man sowas hier baut. Auf jeden Fall schaut es interessant aus. Aber vielleicht sollte ich erstmal hier gucken, wer hier so wohnt und dann die Pilze einsammeln. Das gibt's doch nicht, dass hier gar keiner ist. Das kann ich gar nicht glauben. Da ist was drunter. Ist nix. Hä? Was ist denn hier los? Also das ist wieder so ein Ding, wo man eine Aufgabe machen muss. Aha, ich höre da was. Wo? Von wo? Ja, wo denn? Zeig dich. Ach da. Da schläft einer. Ich bin hungrig. Naja. Dann wollen wir mal was essen. Na, viel ist es ja nicht. Naja, wird schon gehen. So, dann schauen wir mal weiter. Also Pilze, Pilze, Pilze. Die besondere Vorkommen sehe ich jetzt gerade nicht. Da ging es ja weiter. Da geht es auch noch mal weiter. Da geht es weiter. Von da bin ich ja gekommen. Das kann sein, dass man da wieder zurückkommt. Quasi. Ja, habe ich mich jetzt fast erschreckt hier. Scheint aber so eine Höhle zu sein, wo man dann Aufgaben kriegt, so wie es aussieht. Weil hier sind ja überall diese Lampen. Ja, dann gucken, was macht denn der Stein hier? Also man kann sich da runterarbeiten. Da oben gehe ich gleich hin, wenn ich weiß, wie ich hinkomme. Da haben wir ihn aufgeweckt. Einer. Okay. Da haut der mir einen, obwohl ich hier hinter den Wagen stehe. Was fällt dir denn ein, sag mal? Unverschämtheit.
Ja, das ist auch ein bisschen. Also die Ausbeute, die ist immer bescheiden. Mehr als bescheiden. Ich muss aber sagen, so eine Höhle war ich noch nie. Aha. Sieht ja interessant aus da. Da ist einer, hier ist einer. Meine Güte. Hoppla. Schon geht er fliegen, der Junge. Also da ist noch einer. Knapp daneben ist auch vorbei, ja. Na, okay, daneben nicht. War ein Versuch. Interessanter Bau hier. Kann man noch zumachen, damit man seine Ruhe hat. Dann werden wir gleich mal hier alles ein bisschen looten. Sofern da nicht noch ein paar sind. Da geht's rauf. Aha. Okay. Interessant. Ja, Blei. Okay. Nehmen wir mal mit. Ne. Ach so. Und wo sind wir jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Also das ist ja wieder was Neues hier. Da kommt noch einer. Irgendwoher. Aha, okay. Da noch was? Ne. So, so. Aber interessant, hier mal so eine Höhle zu sehen. Ich bin ja ganz ja, aufgeregt jetzt nicht, aber schon fasziniert. Weil das ist mal was, was ich jetzt nicht kenne. Ja, hier ging es ja, hier ist eine Lücke. Also da kommt man aber dann nicht dran. Okay. Was ist das denn? Aha. Jetzt sind wir oben. Der Stein oder? Ja, sieht nur nach Stein aus, ne? Ja. Aber wieso hat der denn so Sporen? Ne, ist aber ein normaler Stein, also. Hätte ja sein können, dass das irgendwie was wäre, was man gebrauchen kann. Hm. So, jetzt die Frage. Wenn ich da drauf hüpfe, lande ich wahrscheinlich unten. Habe ich das Gefühl. Versuchen wir es mal so. Ist ja nicht so, als wenn ich keine Munition hätte. Nein. Ganz und gar nicht. Ist ja nicht so, als wenn ich keine Munition und nicht noch Sachen hätte, die ich eh schon habe. Eieiei. Noch ein Hammer.
Da ist auch noch was in der Ecke. Boah, Jesus. Aber hier sind die besseren Hämmer. Aber ich brauche die nicht alle. Weil der gibt auch nichts. Der kann dann weg. Der gibt auch nichts. Schaufel habe ich ohne Ende. Die kann ich zerlegen. Der ist auf jeden Fall besser. Der natürlich auch. Den kann man vielleicht als Ersatz nehmen. Mal gucken. Ja, weil dann werde ich den nämlich jetzt hier zerlegen, wenn ich die Mod raus habe. Weil ich habe ja den und der ist ja besser. Vor allem hat er noch ein paar Slots mehr, die man dann nach und nach noch ausbauen kann. Gut. So. Tja, Tasche ist schon voll. Glas könnte ich noch wegtun, weil ich habe eigentlich jede Menge. Ich habe glaube ich 100 Stück oder so. Komme ich da dran? Ne, habe ich die Schaufel mitgenommen? War ich so schlau? Ne. Echt, ne? Keine Schaufel? Na toll. Speer, den habe ich eigentlich auch. Auch wenn er eine Stufe 4 ist, den habe ich. Den Dreier habe ich ja auch schon zweimal. Dann tun wir den auch verlegen. Aus Platzgründen. Ja, jetzt habe ich natürlich die Schaufel nicht dabei. Tja. Da ist aber auf jeden Fall noch was hinter. Und das, ach, kommen wir aber auch so dran. Okay. Ach ne, ne? Ja, und dann nehmen wir jetzt den Platz weg. Naja. Toll. Und was ist hier oben? Ach toll, da ist nichts. Und nicht schlecht. Tja, was mache ich denn jetzt? Eigentlich wollte ich ja hier noch die Steine mitnehmen. Aber, naja, ich jetzt die Steine mitnehme. Das dauert zu lange. Komm, dann machen wir unsere Schaufel. Ja. Na klar, wenn man Schaufel einhebt, dann macht er den. Naja. Stein. Was heißt da? Was fehlt denn da? Ach, da fehlt Gras. So schön, ich kann es nicht. Okay. Dann eben nicht. Dann lassen wir das heute. Dann nehmen wir jetzt die Pilze mit. Ich hatte doch hier irgendwo noch Pilze gesehen. Ja, okay. Waren die hier nicht? Ich meine, hier waren jede Menge Pilze. Also von daher. Haus kann man immer gebrauchen. Das geht immer mit. Den hatten wir ja. Das ist wieder. Abfallhaufen haben wir ja schon geleert. Also war eigentlich auch nichts hinter. Und das hier. Hm? 1000. Ja.
Das ist ein bisschen viel dafür. Da ist auch nichts drüber, ne? Okay. Naja, ich gucke halt ein bisschen noch, weil für den Fall, dass da noch was ist, die ist schon tot, aber da brauche ich jetzt nichts. Das ist nur Sand. Das ist ja eigentlich komisch, ne? Da bauen die hier so eine riesen Aktion mit allem drum und dran und da sind keine, also in Anführungsstrichen, wertvollen Rohstoffe, das wundert mich ein bisschen. Da ist ein Stein, aber da ist doch sonst nichts, ne? Oh, das ist auch noch Stein. Komisch. Da liegt aber noch was, ne? Ja. Toll, hat sich ja gelohnt. Die fütterte Kapuze. Nee, nee, die habe ich schon im Endeffekt. Moment, von hier bin ich doch gekommen, ne? Ja, aber da komme ich nicht mehr hoch. Na toll. Dann eben so. Tja, so wie es aussieht, war es das ja dann. Ich war ganz oben, ich war da unten. Ja, vielleicht ist das ja mal eine Aufgabe vom Trader irgendwann. Und dann dann räume ich wahrscheinlich richtig ab. Vermute ich mal. Man war ja jetzt in dem Sinne ja entspannt, ne? Kann man ja sagen. Ja, wenn ich irgendwann mal eine Schaufel habe, kann ich aber auf jeden Fall nochmal zurück zur Höhle, weil ich weiß ja, wo sie ist. Da wird sich wahrscheinlich immer mal was ergeben. Da ist doch nichts drunter. Hm. Das Haus nehme ich halt mit. Oh, da ist aber nichts Papier. Schon wieder Durst. Ah, das geht mir so ein bisschen auf den Senkel. Entweder der hat Hunger, er hat Durst, er hat dieses, er hat jenes. Er verbraucht eine Menge Ressourcen. Der ist nicht gerade optimiert. Ja, die Pilze nehme ich mal alle mit, weil da kann man später auch Gericht draus machen. Man kann die auch so essen. Aber irgendwann habe ich auch mal den Kochskill soweit, dann kann man die Pilze auf jeden Fall benutzen. Das ist Holz, okay. Ja, dann war das ja im Grunde jetzt schon. Also ich verstehe jetzt gar nicht, dass hier nichts zu holen ist. Also jetzt auch hier von den Steinen her, da ist ein riesiger Aufwand hier gemacht worden. Ja, das ist Erde, ja, weil wir jetzt fertig sind, ja. Ja, dann bin ich da schon durch hier. Also, das war's. Ja, dann will ich jetzt zurückgehen. Dann habt ihr das auch mal gesehen mit der Höhle. Ist ja zumindest mal was anderes als immer nur irgendwelche Häuser looten, die werde ich auch weiterhin looten.
Aber war ja interessant. Ich wusste ja selber nicht, was mich da erwartet. Von daher. Ja, dann laufe ich jetzt wieder zurück. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge irgendwie. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Tschüss.